Servus und herzlich willkommen auf den Kanal von LP Storm 100. Mein Name ist Storm und heute natürlich mit einem kleinen Update-Video hier am Start, denn Bandai hat uns natürlich wieder was Schönes beschert, ein Update, ein Event, was wir hier spielen können, und das Ganze werden wir uns jetzt einfach mal anschauen. In dem Zeitraum vom 12.06. bis 13.07. haben wir hier ein Crasher Rush Event verfügbar von Bandai Namco, und was hier drinnen sich enthält, das schauen wir uns jetzt mal an. Wir gucken uns mal hier rein in der Event-Information. Die super Herausforderung des Events Challenge Rush, die bislang härteste Stadium aller Zeiten sind da. Alle Kämpfe der gegnerischen Teams eines Stadions besitzen die gleichen Elemente. Der hinzugefügte Schaden von Charakteren, die nicht im Event-Vorteil sind, wird reduziert. Meistert die Stadien und sichert euch tolle Belohnungen. Wenn ihr alle Stadion, alle Elemente meistert, werdet ihr mit 1000 Zeitkristalle belohnt. Und wer alle Missionen absolviert, erhält einen neuen Titel. Also wir bekommen hier auch einen neuen Titel namens Challenge Rush Meister, wenn wir hier alles absolvieren. Und natürlich auch wieder Zeitkristalle, 1000 Stück. Geil, finde ich richtig cool. Müssen wir mitnehmen, finde ich meines Erachtens. Und Zeitkristalle ist ja... müssen wir immer. Also brauchen wir immer. Aber es ist jetzt ein bisschen kompliziert, das ist ein Clou. Ich frage mich jetzt allerdings auch, wie sie das Ganze jetzt umwandeln, ob wir in diesen Event-Challenge, da müssen wir gleich nachher nochmal kurz reinschauen, Charaktere benutzen können. Also, es werden mit Extreme-Helden angetreten, nicht mit Sparky, nicht mit Hero, sondern nur mit reinen Extreme-Helden. Und wir wissen ja, dass wir vor kurzem einen Level-Anstieg gehabt haben. Und von daher sind, glaube ich, noch nicht alle Helden auf Level 3000 geboostet, denke ich mir mal. Also zumindest nicht bei mir, ich denke mal bei euch auch nicht. Auf jeden Fall steht hier die Information limitierte Ausrüstung für Extreme-Charaktere. Also das heißt, wir kriegen hier auch ein neues limitiertes Ausrüstungsgegenstand, also Ausrüstungsgegenteil. Und natürlich auch ältere, ich habe da nämlich schon mal ein bisschen reingeluschert. In alle Stadien können ihr enorme Effekte Ausrüstung für Extremcharaktere enthalten. Außerdem ist geplant, ab Mitte Juni das Event Legends Battle Royale Extreme veranstalten. Also, das ist das, was ich eigentlich im Prinzip ansprechen wollte. Also wir kriegen ja auch wieder ein Legend Battle Royale, wo wir nur mit Extreme-Helden spielen dürfen. Und Das finde ich wiederum sehr gut. Ich glaube, ich hatte das eben gerade so ein bisschen verwechselt gehabt, aber wir gucken uns, beziehungsweise gucken uns ja gleich nochmal rein, ob wir da mit alle Helden kämpfen dürfen, mit Hero und. Auf jeden Fall das Battle Royale, was wir hier denn in nächster Zeit bekommen werden, das können wir nur mit Extreme-Helden kämpfen. Und dann bin ich ja mal gespannt, wie sie das Ganze bewirtschaften werden, ob die da auf dieses Level 2000er Grenze erstmal belassen, so wie halt im PvP momentan ja auch der Fall ist, oder ob sie da auch schon diese Anhörung von 3000 anheben werden. Und schauen wir einfach mal, müssen wir abwarten, wenn es soweit ist. Kampfterminplan hier für den 16., also für den 19.06. Challenge Rush Champion. Hier können wir auch nochmal ganz angucken. Der Champion ist da. In diesem Super Stadium könnt ihr die Grenzen eures Rising Rush austesten. Beobachtet das Bewegungsmuster des Gegners und landet einen fatalen Angriff. Macht euch bereit. Okay. Vom 19.06. Das müsste ja roundabout. Müssen wir mal kurz mal reinschauen hier. 19.06. Das ist nächste Woche Mittwoch. Auf jeden Fall haben wir hier Challenge Rush Road. Ist hier dann hier gelb. Oh, da sind ja die neuen Helden alle drin, wenn wir mal so sehen. Freezer und. Challenge Rush grün. Alter Falter, da sind die ganzen Boos. Blue. Uiuiui, das wird auf jeden Fall sehr anstrengend werden. Im Challenge Rush erspielbare Ausrüstung. Entschuldige. Komm raus, verdammtes Ungeheuer. Dieses Ausrüstungsteil, das hatten wir schon mal gehabt. Das ist jetzt nicht neu. Aber dieses hier ist neu mit unserem kleinen Goku drauf. Ich habe das Gefühl, dass es schon irgendwie gut gehen wird. Das wird neu sein. Es steht ja auch da, dass es neu ist. Und
bleibt abzuwarten, wie das Ganze hier so wirklich so vonstatten geht. Und sehr gespannt drauf, wie sie das Ganze umsetzen. Jetzt bist du dran, das ist auch schon alt, das haben wir auch schon hier mit diesem Cyborg. Bis bald, das ist auch nicht mehr so neu. Hinweis steht hier auch nochmal. Eventinhalte sowie Eventstart und Enddaten können sich unangekündigt ändern. Es besteht die Chance, Ausrüstung als Kampfbeute zu erhalten. In diesem Event enthält Ausrüstung wie in Zukunft gegebenenfalls erneut erhältlich sein. Wir hoffen, ihr habt weiterhin Spaß mit Dragon Ball Legend. Das Management-Team von Dragon Ball Legend. Ja, ich denke mal, auf jeden Fall werden wir Spaß haben. Warum sollten wir das auch nicht? So, wir gucken uns nochmal hier an. Hier steht auch nochmal vom 12.06. Das ist auch neu drinne. Nochmal ein Dankeschön. Hier ist es nochmal aufgelistet. Das ist jetzt hier dieses Challenge Rush. Das ist jetzt Teil 3. Feier zum einjährigen Jubiläum. Challenge Rush hat begonnen. Okay, hier steht es hier auch nochmal. Kampagne 2, Spezial-Login-Bonus. Okay, vom 14.06. Das werden wir jetzt demnächst wohl auch bekommen. Holt euch zwei spezielle Login-Bonusse. Okay, wir werden also wohl einen neuen Login-Bonus wohl auch noch bekommen. So wie es ausschaut. Im Zeitraum vom 14.06. bis 28.06. Veranstaltung, blablabla. Die Kampagne zur Feier des einjährigen Jubiläums, der zweite spezielle Login-Bonus ist da. Außerdem warten noch viele weitere Login-Boni auf euch. Wenn ihr euch jeden Tag einloggt, könnt ihr im zweiten Teil des Spezial-Login-Bonus insgesamt 500 Zeitkristalle erhalten. In Teil 1 bis 3 der großen Dankeskampagne könnt ihr zusammen insgesamt 1200 Zeitkristalle erhalten. Vergesst nicht, euch während des Kampagnenzeitraums jeden Tag einzuloggen. Hört sich auf jeden Fall schon mal sehr gut an. Kampagne 3 ist natürlich jetzt hier vom Zeitraum vom 17.06. bis 24.06. Da schauen wir auch nochmal. Schließe verschiedene Missionen ab und holt euch Belohnungen und Beschwörungsticket und erstens Jubiläumsmedaille. Ah, das gucken wir uns gleich nämlich nochmal an. Das ist nämlich auch alles hinten drin verankert in der Mission. Hier haben wir auch noch Kampagne 4, denn unser Legend Fusions Road ist nämlich auch wieder mit am Start mit unseren Gotenks. Der ist nämlich auch wieder mit dabei. Und ja, ansonsten glaube ich, war es das bestimmt jetzt erstmal im Großen und Ganzen. Die zwei großen Dankeskampagne, okay, da gucken wir mal kurz rein. Das hatten wir ja schon mal uns angeguckt gehabt, da müssen wir nicht nochmal reingucken. Wir gucken jetzt mal nach hinten in der Mission, wo das Ganze hier auch versteckt ist. Und zwar hier haben wir das Challenge Rush. Wenn ihr da die Missionen abschließt, rot, gelb, lila und grün, bekommt ihr wieder hier einen Haufen Medaille und zum Schluss natürlich diesen wunderbaren Titel. Dann haben wir hier noch zur Verfügung, das ist ja noch vom letzten Mal, also was auch noch mal zwischendurch war, hier waren ja auch noch mal Medaillen drin, da bin ich ja schon so gut wie durch, da könnt ihr auch noch mal Tickets empfangen, da könnt ihr euch auch noch mal die ganzen Medaillen holen, würde ich auf jeden Fall raten, das zu tun. So, wir schauen mal, hier ist das Event mit unserem Legend Road Fusion, also Gotenks, hier ist auch noch mal Sachen, die wir hier uns holen können, falls ihr das Ganze noch nicht abgeschlossen habt oder ja nicht die Zeit gefunden habt oder sowas. Alles ist ja auch alles nicht so schlimm, denn diese Legend Roads Events, die kommen ja immer wieder. Die Banners, die sind ja immer wieder mal da und da kann man das Ganze auch dann nachher im Nachhinein anschließen. Also falls ihr das noch nicht getan habt, dann könnt ihr das jetzt dementsprechend machen. Wir gucken mal, was hier noch Neues drin ist. Ansonsten glaube ich, war es das schon im Großen und Ganzen, oder? Nochmal hier kurz hier Broly, da habe ich auch noch einiges zu tun. Ich glaube, der eine oder andere von euch auch. Hier in dem Broly-Event habe ich auch noch so ein bisschen was zu machen, auch noch ein bisschen Zeitkristalle zu farmen. Und ja, ansonsten war es das im Prinzip, glaube ich, schon mit dem Sachen hier. Wir gucken mal nach hinten im Shop eintippen, ob da vielleicht sich was auch getan hat, ob da vielleicht was Neues drin ist. Nein, da sind keine neuen Angebote momentan drin. Dann schauen wir mal hinten in den Shop ein, also in den Tauschbörse hinten rein. So viel Zeit muss ein, ne? Da ist dieses Legend Road Banner noch mal drin verfügbar. Wie gesagt, da könnt ihr auch noch mal euch austoben und euch die Sachen holen, hier zum Beispiel auch die ganzen Coupons, was noch hier drin sind, Freipässe, also hier zum Beispiel auch hier die Trainings-Items, zum Beispiel hier Fisch und sowas alles, immer schön mitzunehmen, finde ich. Und ja, ansonsten, hier könnt ihr eure Medaillen dann nachher einlösen, falls ihr die gesammelt habt, um das nochmal kurz euch darzustellen, euch zu zeigen hier.
Und da habt ihr auch dann die Möglichkeit, nochmal hier Freipässe zu bekommen, Coupons, Steine, die ganzen neuen hier, 10 Stück und vor allen Dingen hier auch die neuen 6er Steine hier für eine Medaille, 1000 Stück. Geile Sache, muss ich mal so sagen. Da hatte ich mir auch schon mal 2 geholt gehabt, weil ich nicht die Zeit gefunden hatte, jetzt großartig irgendwelche Seelensteine zu farmen, jetzt oder die Steine im Prinzip zu farmen. Da hatte ich mal 2 Münzen gehabt und ich wusste nicht, was ich mir holen soll. Da habe ich mir auch das mal so eingelöst und von daher kann man ruhig machen, kann man sich ruhig geben. Und ich denke mir mal, das war es jetzt auch im Großen und Ganzen. Wir gucken nochmal, hier hieß dieses Challenge Rush Gedöns Menü und wir gucken mal hier auf Rot und wir schauen mal bei Herausforderung mit mindestens ein Charakter Extreme kämpfen. Okay, also es heißt im Prinzip, es sind schon gewisse Voraussetzungen gegeben, die ihr erfüllen müsst. Ja? Also höchste Schwierigkeit und das wird natürlich auch immer schwerer werden, je höher ihr kommt. Und die Belohnung, denke ich mal, mit diesen Zeitkristallen können sich doch durchaus sehen lassen. Wenn wir immer 200 Zeitkristalle kriegen, lohnt sich das auf jeden Fall. Und vor allen Dingen, wenn ihr auch wieder die ganzen Herausforderungen hier erledigt, zum Beispiel mindestens immer einen Extremhelden mit dazu mit reinzunehmen, dann habt ihr auch die Chance, euch so viele Ausrüstungsgegenstände wie nur möglich daraus zu farmen, eure Freipässe daher im Endeffekt. Ja, ich hoffe, ihr seid jetzt kurz informiert und wünsche euch natürlich einen schönen Tag, entlasse euch jetzt in diese restliche Woche noch und könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so von diesem Update haltet, ob das notwendig ist, ob ihr sagt, ja okay, es ist, kann man machen, jetzt nur nach diesem einjährigen Jubiläum, wo wir so ein fettes Event hier haben, wo die Banners ja auch noch verfügbar sind, da gucken wir auch noch mal kurz runter, ob die Banners noch da sind. Die Banners sind ja auch noch bis Juni da, ja, bis Juni sage ich, bis Juli, bis zum 2. jeweils. Die Tickets könnt ihr auch immer noch einlösen und in den nächsten Tagen werden wir auch noch mal hier so ein dickes Opening machen, ne? So ein Ticket-Opening, weil wir haben ja noch hier so einen Haufen Tickets, guckt euch das mal an, ein Haufen Openings, oh, da können wir auch noch so vieles einlösen und ich bedanke mich natürlich für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit. Freue mich natürlich, dass ihr bis zum Ende des Videos dran geblieben seid und schreibt mir ruhig in die Kommentare, ob ihr das Event gut findet. Diese Challenge mal so zwischendurch ist mal was anderes, denn wir brauchen auch ehrlich gesagt ein bisschen mehr Abwechslung mal im Spiel. Ja? Das ist nicht ja immer nur Banners ziehen und neue Helden, sondern wir müssen ja auch teilweise ja auch mal, Events haben, wo wir Kristalle bekommen, wo wir das bekommen und das bekommen und finde ich meines Erachtens schon nicht schlecht auf jeden Fall. Ne? Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal hier auf meinem Kanal. Ich bin euer Storm und falls ihr noch kein Abonnent dieses Kanals sein solltet, würde mich freuen, wenn ihr den Abo-Button drücken würdet. Tut euch nicht weh, kostet nichts. Schön die Glocke aktivieren, da seid ihr immer auf den Laufenden, wenn ein neues Video hier bei mir erscheint. Und auf jeden Fall schreibt ruhig in die Kommentare. Ich möchte euch gerne in die Kommentare lesen. Ist mir sehr wichtig, mit euch auch zu interagieren. Und bis dahin, gehabt euch wohl. Habt eine schöne Woche.